Laut Weltgesundheitsorganisation gehört Stress zu den größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts. In Stresssituationen spielt sich heute noch das Gleiche im Körper ab wie vor Tausenden von Jahren. Blutdruck, Puls, Muskeltonus und Atemfrequenz steigen, Verdauungs- und Hirnaktivität werden heruntergefahren. So wird Energie für Flucht oder Kampf bereitgestellt. Gesteuert werden diese Reaktionen vom Sympathikus. Der Sympathikus ist Teil des vegetativen oder autonomen Nervensystems. Er reguliert alle lebenswichtigen Organe und Organsysteme. Heilung und Erholung werden möglich, wenn der andere Teil des vegetativen Nervensystems übernimmt. Ist der Parasympathikus aktiv, sinken Blutdruck, Puls und Muskeltonus. Der Körper wappnet sich für geistige und physische Anforderungen. Unsere Vorfahren hatten genug Bewegung, um ihren Stress zu regulieren. Anspannungs- und Erholungsphasen waren im Balance. Heute erleben wir Stress in Situationen, in denen wir die bereitgestellte Energie nicht abbauen können, etwa bei der Arbeit oder im Stau. Zugleich gönnen wir uns weniger Erholung. Ein Teufelskreis, der krank machen kann. Doch mit der richtigen Diagnostik können Sie vorbeugen. Eine 7-minütige Messung verschiedener Stressparameter kann Krankheitsgefahren aufdecken, selbst wenn herkömmliche Laborwerte noch völlig unauffällig sind. Nutzen Sie diese Möglichkeit und vereinbaren Sie einen Messtermin bei uns.